Nintendo hat Yuzu verklagt. Das ist eine japanische Zitrone, die aus irgendeinem Grund nebenbei Switch-Emulatoren programmiert. Das war sehr lustig. Ich verstehe die Anspielung, weil es ist wirklich eine Zitrusart. Ja, Japan sind die Dinger einfach anders. Kann man verstehen, die Switch wird noch fett verkauft und die Spiele und so. Und dass da irgendjemand so einen Emulator zur Verfügung stellt, ist ganz klar illegal. Nee, die ROMs und BIOS sind illegal. Ja. Das Problem, was die gemacht haben, ist, dass sie eine Anleitung gemacht haben, wie man das quasi illegal bezieht. Okay, im Detail ist es was auch immer illegal. Ja, ich verstehe wenigstens, worüber hier wir reden und so. Aber Nintendo ist nicht so beliebt wegen seiner Klagen. Die sind bekannt dafür, dass sie alles und jeden verklagen, der irgendwie irgendwas von denen nutzt, emuliert oder zur Verfügung stellt. Und da geht es vor allem auch um Emulator und ROMs zu spielen, die nicht mehr erhältlich sind. Die Leute haben dann auch teilweise die Spiele weiter gemoddet und es haben sich Communities entwickelt, die damit Turniere veranstaltet haben, die prinzipiell Nintendo nicht geschadet haben, weil es da halt um Produkte ging, die sie nicht mehr angeboten haben. Also es geht um Konsolen und Spiele, die nicht mehr produziert werden, wo der alte Bestand, der irgendwo vielleicht noch einstaubt, langsam kaputt geht, die Controller sich abnutzen, ich meine die alten N64-Controller, da steht die Nudel einfach so, statt so, und die Spiele einfach Stück für Stück nicht mehr spielbar sind, ohne diese Emulatoren. Ich meine, rechtlich dürfen sie es. Und man könnte es auch verstehen, wenn sie das Spiel halt nochmal remastern wollen, irgendwie nochmal irgendwo anbieten wollen. Weil prinzipiell, es wäre für Nintendo ja recht einfach, einfach einen Emulator für die Switch zum Beispiel selber rauszubringen, der dann alle N64-Spiele anbietet, für die sie halt dann die Rechte haben. Bei gewissen Firmen ist es wahrscheinlich so mit den Rechten so ein Ding. Und bei Nintendo Online gibt es ja auch verschiedene Spiele, die du jetzt noch runterladen kannst, aber halt nicht für alle. Und es ist einfach super frustrierend, wenn diese Spiele nicht angeboten werden. Und das ist ja auch der Hauptgrund für Piraterie, wenn einfach die Sachen, die man haben will, einfach nicht angeboten werden, unnötig verteuert sind oder hinter irgendwelchen Paywall-Systemen sind, die man halt nicht nutzen will, weil sie einfach sehr kompliziert zu bekommen sind. Aber hier geht es auch um was anderes, denn Videospiele sind Kunst. Und Kunst muss konserviert werden. Gesalzen, geräuchert, eingefroren, in diesen komischen Gelee, wo dann nichts rankommt und das dann so einen festen Stein wird. Epoxidharz. Genau, Museen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Gemälde. So das klassische Beispiel für Kunst. Überall auf der Welt gibt es Museen für Gemälde. Und meistens sogar mehrere in einer großen Stadt wie Berlin. Und die haben ja jetzt nicht nur die Bilder, die du halt angucken kannst, sondern haben meistens ja noch riesige Lager, wo sie halt dann noch mehr Bilder haben, die sie halt lagern, analysieren, wo du halt als Student studieren kannst oder als auch nicht Student. Ich weiß nicht, ob man da einfach hingehen kann und sagen kann, yo, ich möchte irgendwie diese eine Epoche analysieren. Let me in! Ich meine, klar, bietet sich's an. Du kannst aber reingehen und Bilder angucken und dann hast du so einen Raum und dann ist so Epoche und Künstler und ist so, yay, nice, jetzt habe ich irgendwie mich künstlerisch weitergebildet. Und weißt du, was auch richtig nice ist? Diese ganzen Künstler, die sind tot. Die können sich nicht mehr wehren. Gemälde sind ja auch in der Hinsicht immer noch besonders, weil da meistens immer noch eine Person hintersteht, die dann halt die Rechte hat und die dann auch von der Person abgekauft werden könnten oder auch nicht. Während alle anderen Formen von Kunst heutzutage ja meistens von Firmen produziert werden, die ewig weiter bestehen, selbst wenn der Hauptkünstler dahinter nicht mehr da ist. Und sie haben meistens ein sehr, sehr hohes Interesse daran, ihre Kunst weiter zu melken. Ich meine, war es jetzt nicht Disney? Disney hatte die Rechte für schwarz-weiß Mickey Mouse verloren. Die sind jetzt Public Domain. Jeder kann jetzt einfach schwarz-weiß Mickey Mouse zeichnen. Aber sie haben dann trotzdem noch Leute online geclaimed, die halt Videos davon hochgeladen haben, was illegal ist. Aber Disney ist eh so, fuck you, wir machen, was wir wollen. Wie lange diese Zeit ist, bis etwas Public Domain ist, ist unterschiedlich, je nachdem, ob USA oder EU und ich glaube auch irgendwie, welche Form von Recht da zuerst berechtigt wurde. Aber weil es einfacher ist, nehmen wir jetzt einfach von der EU aus 70 Jahre, was eine lange Zeit ist. Und ich meine, wenn etwas nach 70 Jahren immer noch kulturell wichtig ist, ist es ja auch irgendwie eher mehr so ein Allgemeingut, wie Mickey Mouse ja, klar, es gehört irgendwie, Mickey Mouse ist Disney, aber Mickey Mouse ist einfach so ein Ding. So, so wie die Musik von Immanuel Kant oder von Goethe. Mhm. Richtige Rockstars waren die damals. Oder den Rapper Genghis Khan oder was willst du mir erzählen? Genau, Amadeus, Amadeus. Ne? Genau. Aber eigentlich würde es ja Sinn machen, dass du sowas wie ein Online-Museum hast, da wo es sich vorhin anbietet. Ich meine, bei Bilder gibt es sowas bestimmt. Also, es gibt Wikipedia, du kannst dir die meisten Bilder ja einfach online angucken. Ist vielleicht was anderes als in echt, aber ey. Und für Videospiele würde es ja auch Sinn machen, dass du die ganzen alten Klassiker irgendwie testen kannst und es eher so ein Kulturgut für die Allgemeinheit ist. Aber nehmen wir mal das erste Videospiel aller Zeiten. Pong. Die Rechte für Pong laufen erst 2042 ab. Buh. Ist für Pong relativ egal, weil Atari scheint jetzt nicht wirklich hinterher zu sein, Pong hinter einer Paywall zu verstecken. Ich glaube, du kannst es einfach so runterladen. Aber es gibt ja mehr Meilensteine, wie die ersten Super Marios. Oder nehmen wir mal sowas wie Ocarina of Time, was ein sehr prägendes Spiel der Videospielgeschichte ist. Die Rechte dafür laufen 2068 ab.
Es ist ein bisschen hin. Ich meine, das Spiel wurde ein paar Mal geremaked und wieder angeboten. Aber nehmen wir mal an, mein Sohn wird ein bisschen älter und ich will ihn halt mal, weißt du, so ein altes Game zeigen. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen Kultur. Und dann wird es zu diesem Zeitpunkt halt nicht angeboten, weil Switch 3 das eben nicht im Online-Store hat. Bis dahin gibt es erst die Switch 3. Aber glaubst du, ich werde den erst mit 25 das Game zocken lassen oder was? Wir reden ja von Ocarina of Time, das habe ich mit 8 gespielt. Ja, okay. Ich bezweifle sogar, dass es in 6 Jahren die Switch 3 geben wird. Hoffentlich gibt es bis dahin die Switch 2. Ich war gerade bei 2068. Ja, da geht es. Deswegen. Da haben wir Brainchip-Switch. Alter. Danke, Ile. Aber prinzipiell ist es ja so, ich habe noch Ocarina of Time für die N64. Beziehungsweise es liegt bei meinem Vater. Ich habe keine Ahnung, wen es gehört eigentlich. Es wurde gekauft irgendwann. Und es ist ja mein Game. Ich dürfte das doch dann einfach selber emulieren, oder? Darf er so? Ja. Aber wie? Dann muss ich halt nur irgend so ein Gerät kaufen und das dann online dingsen. Genau. Aber dann brauche ich ja auch einen Emulator. Müsste ich den dann selber schreiben, damit das legal ist? Emulatoren an sich sind nicht illegal. Aber das BIOS. Du brauchst eine BIOS-Kopie, die geht nur, wenn du halt die Konsole auch besitzt. Und du brauchst eine Cartridge-Kopie, was auch nur geht, wenn du die Cartridge quasi gekauft hast. Wenn du das alles hast, dann ist es legal. Also ich darf es runterladen, wenn ich es selber einmal besitzt habe? Jein. Ihr seht, es ist kompliziert. Also ich denke, es ist legal, wenn du den Emulator einfach selber schreibst. Und ich meine jetzt nicht den kopieren, sondern halt wirklich einfach aus dem Kopf einfach selber einen Emulator programmieren. Du guckst das Game an und denkst so, ah, diese Daten, die werde ich jetzt so verarbeiten mit meinem Emulator und dann kommt das Game raus. Das ist bestimmt legal und total machbar. Und einfach. So seine eigene Engine schreiben im Prinzip. Aber es ist allgemein ein Problem in der digitalen Welt, dass sich digitale Daten schwer konservieren lassen. Selbst wenn du es auf die Festplatte kriegst. Festplatten sind jetzt keine Geräte, die bekanntlicherweise 1000 Jahre alt werden. Vielleicht auch nicht mal unbedingt 20 Jahre alt werden. Also bräuchtest du ein RAID-System, wo du die Festplatten regelmäßig austauschst und auch Festplatten generell dann halt kaputt gehen können, ohne dass die Daten verloren gehen. Und zusätzlich dazu musst du diese Daten ja auch auf immer und ewig lesen können. Also nehmen wir mal an, du vergräbst es, super safe und jemand in 1000 Jahren buddelt es aus und hat eine Festplatte und ist so, yo, 0 und 1. Scheiße, Mann, SATA-Anschluss, what? Hoffentlich kriegt das eine AI rausgeschlüsselt. Wahrscheinlich schon. Und es ist einfach sehr schade, dass viele Videospiele nicht zugänglich sind, weil theoretisch ja noch Geld daraus gemacht werden könnte. Und das dann auch noch illegal ist, wenn du es dir dann auf anderen Wegen beschaffst, obwohl du es ja eventuell selbst gekauft hast und es dein Eigentum ist. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Ich wollte Tony Hawk 3 spielen und das gibt's auch für den PC. Und sehr viele Spiele aus der Zeit gibt es auch immer noch bei Steam. Aber Tony Hawk 3 nicht. Weil Activision sagt, nein, vielleicht gibt's irgendwo was woanders. Ich meine, ich kann die CD bei Amazon bestellen, aber ich habe kein CD-Laufwerk. Wer von euch hat noch ein CD-Laufwerk? Ich nicht. Ich. Frag mich doch einfach. Ja, aber dann müsste ich es bei dir installieren. Nee. Brauche ich nicht die CD, um das... Keine Ahnung. Es ist nicht eingebaut. Ich habe das einfach mit so einem USB-Stick, kannst du das einfach anschließen. Es ist genial. Vielleicht kann man es aber auch irgendwo... Nee, ich erwähne das jetzt nicht hier im Video. Es ist Retrofitting, Mann. Ich verstehe ja, dass Spiele immer zeitloser werden und du ein Game nicht nach 5 Jahren bereits kostenlos anbieten willst. Obwohl ja jetzt immer mehr direkt kostenlos werden und du hast dann andere... Aber okay, anderes Thema. Aber 70 Jahre ist einfach eine sehr lange Zeit in dieser Branche. Es kommen ja auch immer wieder neue Spiele raus. Also vielleicht sollte man da die Zeit verringern, weil bei anderen Medien wie Filme und Musik ist es ja so, dass die Sachen ja alle zugänglich sind. Du kannst fast alle Filme, die du sehen willst, auch irgendwo noch sehen. Wenn es auch kompliziert ist und sowas, aber es geht. Du kannst ja auch eine Blu-ray kaufen. Ja. Blu-ray-Player habe ich. Videospiele stechen in ihrer Unzugänglichkeit da ein bisschen raus. Vor allem, weil ja auch alles digital wird. In Konsolen gibt es keine CD-Laufwerke mehr. Und die Sachen, die du halt dann online kaufst, besitzt du auch gar nicht mehr, dass du dann wahrscheinlich auch nicht emulieren dürftest. Und manchmal werden sie dann aus einer Laune heraus einfach entfernt. Das ist schade, schlecht für die Kultur. Deswegen... muss da politisch was passieren, was zu 100% niemals in den nächsten 30 Jahren passieren wird. Genau. Los, Olaf. Spiele 5 Euro. Wo spiele 5 Euro? Rette die Games. Ja, Mann. Spiele kosten gerade 80 Euro. Wo spiele für 5 Euro? Wir machen die Videospielparty und wir haben einfach nur ein Programm für Videospiele. Was illegal ist, aber wir sagen einfach, bei den anderen Punkten machen wir geil. Und nur da haben wir wirklich Programm, was irgendwie Sinn ergibt. Und wenn er uns jemand zur Sozialpolitik fragt, sagen wir, machen wir geil. Sind wir die Piraten oder was? Aber die haben doch überall ein Programm. Nur dass das halt quasi eigentlich das der Grünen war, glaube ich, oder? Hm. Fast.